Oh, das ist unsere Mutter. Erinnerst du dich daran, wie wir zusammengelebt haben? Durch diesen Schock sank er vor der Tür zu Boden, ohne zu wissen, wie er darauf reagieren wollte, auf die neue oder alte Weise. Wirk, bist du das? Ja, Uma, ich bin derjenige, der jetzt hier lebt. Können sich Lebewesen tatsächlich auch in der Form von Insekten entwickeln? Natürlich. Pflanzen, Tiere, Insekten, Geister, anorganische Wesen, sie alle entwickeln sich durch die Evolution. Gott sieht, wer was erleben und durchleben muss, um sich weiterzuentwickeln und gibt dem Wesen die Bedingungen, die Form und die Größe, die am besten für dieses Ziel geeignet sind. Das gilt auch für Religionen und verschiedene Lehren. Es gibt ganz Primitive für Barbaren und es gibt Weiterentwickelte für kultivierte Wesen. Geh jetzt, um dich einzuleben und dich an diese Welt zu gewöhnen. Und komm wieder zurück, sobald in deinem Geist alles sortiert ist.